Hallo meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu diesem Video. In diesem Video will ich dir eine 1:1 Simulation geben über die Situation in einer Psychotherapie, wo die Psychotherapeutin eine Eröffnung spricht. Ja? Jemanden versucht zum Sprechen zu bringen, der eben nicht einfach so aus sich rausgeht, wie viele Klientinnen, simulierte Klientinnen, die ich dir in diesen Videos immer wieder zeige. Also nimm mal an oder nehmen wir mal an, es ist eine Klientin in einer Psychotherapiesitzung und sprudelt nicht einfach so vor sich hin und aus sich raus, sondern die Therapeutin versucht sie einfach aus der Reserve zu locken, beziehungsweise hält auch das Schweigen aus. Du weißt ja inzwischen, wenn du diesen Kanal verfolgst, dass das auch das Schweigen eine Bedeutung in der Psychoanalyse, hätte ich beinahe gesagt, nicht nur in der Psychoanalyse, sondern in allen psychotherapeutischen Richtungen und Strömungen hat. Es gibt ja in Österreich über 20 anerkannte Psychotherapierichtungen, in Deutschland halt einige, eine Handvoll würde ich mal sagen, nicht mal 5 sind es, glaube ich, aber in Österreich sind es über 20. Da gibt es die Verhaltenspsychotherapie, Gestaltpsychotherapie, Katadym, imaginatives Bild erleben heißt eine Psychotherapierichtung, Psychodrama ist auch eine Bezeichnung für eine Psychotherapierichtung. Dann gibt es die Psychoanalyse, dann gibt es die systemische Familientherapie. Ich selber bin systemische Familientherapeutin. Ja, das ist jetzt alles verwirrend, aber das sind ganz unterschiedliche Gestaltpsychotherapie, ganz unterschiedliche Psychotherapierichtungen, die natürlich gemeinsam haben, dass sie alle Psychotherapie sind, vor dem Gesetz hier in Österreich anerkannt, in Deutschland eben die für dort geltenden psychotherapeutischen Schulen oder Richtungen, aber es ist natürlich eine andere Technik, eine andere Philosophie, ein anderes Selbstverständnis in diesen Psychotherapie-Richtungen dahinter. Es ist immer ein anderes Konzept dahinter, aber alles ist Psychotherapie. Also keine Sorge, egal wo du gelandet bist, wenn Psychotherapie draufsteht, wäre es gesetzeswidrig, wenn nicht auch Psychotherapie drin wäre. Nun geht es aber wirklich los, bevor ich mich verlabere. Ich zeige dir mal als erste Szene die Situation, wo die Klientin sofort zu weinen beginnt. Wie reagiert die Therapeutin? Wie kann sie reagieren? Ich fühle mich da jetzt einfach in diese Situation ein, habe mir nichts zurechtgelegt, gucke einfach, wie ich jetzt als Therapeutin mit der Situation umgehen würde. Es geht auch bitte für alle angehenden Psychotherapeuten, die sich das anschauen, als Anregung, als Impuls und auch für alle, die sich das so anschauen, es geht überhaupt nicht darum, sofort das Weinen abzustellen, um Gottes Willen, nein. Sondern es geht darum, einfach die Situation zu gestalten, möglichst gemeinsam und dieses Erstgespräch oder dieses Gespräch, es muss ja kein Erstgespräch sein, so zu gestalten, dass es für beide möglichst angenehm ist und trotzdem zielführend. Zielführend heißt aber nicht, dass du sofort rasant auf der Zielgeraden bist, wenn du in der ersten Psychotherapiestunde schon sitzt, so quasi, das ist der Schleudersitz zum Ziel. Nein, ist es nicht. Würde dich ja auch ganz schön hinhauen, wenn du so schnell ans Ziel kämst. Da würdest du ja so viel überspringen, was vielleicht am Weg auch Schönes ist. Also betrachte deinen Weg möglichst prozesshaft als Entwicklung, als Wachstum. Und eine Pflanze schießt ja auch nicht so aus dem Boden, sondern die wächst auch langsam und beständig, die da hinten zum Beispiel. Jo, los geht's. Jetzt gucke ich gerade, ob ich so eine Kosmetiktücherbox habe. Habe ich natürlich. Natürlich, das gehört zum Handwerkszeug in jeder Psychotherapiepraxis und auch hier in der Privatklinik für psychiatrische Reha. Los geht's, bitte sehr. Das ist gut, wenn Ihre Gefühle herauskommen. Lassen Sie das einfach zu. Erlauben Sie sich, dass Sie Tränen kommen. Das ist nichts, wo Sie sich schämen müssten. Das ist okay. Das ist ein Vertrauenszeichen auch, dass sie hier sozusagen weinen können. Ich freue mich darüber, so bescheuert sich das anhört, einfach, dass es möglich ist, Gefühle zu zeigen, zu haben, zu zeigen. Es gibt nämlich Menschen, die haben keinen Zugang zu Gefühlen, die tun sich ganz schwer oder können gar nicht weinen. Sie sagen mir dann einfach, wann sie sich wieder so gefasst fühlen, dass sie weitererzählen möchten oder sie machen auch eine Pause, wir machen eine Pause, ist auch okay. Ich bin für Sie da und ich bleibe auch da, wenn Sie das möchten. Wenn Sie es nicht möchten, sagen Sie es einfach. Es ist alles okay, hier wird nichts bewertet. Und mir kommen manchmal auch fast die Tränen. Ich muss natürlich in meiner Rolle haltgebend sein und kann mich jetzt nicht in Tränen auflösen, aber ich fühle mit Ihnen wirklich mit und ich glaube, Sie spüren das auch. Hier können wir weinen und hier können wir auch lachen.
in der Psychotherapie künftig. Wir werden beides erleben. Da bin ich mir ganz sicher. Und gerade in der ersten Sitzung kommt manchmal die ganze Emotion raus, weil sie so viel aufgestaut hat. Kat, meine Lieben, das ist also eine mögliche Reaktion. Sie hat ein bisschen viel gesprochen, gelabert, sage ich mal. Die Therapeutin, natürlich würde ich in der Realität die Klientin jetzt nicht zutexten, wenn sie weint. Ich würde auch einfach schweigend und stützend daneben sitzen. Manchmal kann es auch sein, dass man fragt, ob sie so im Arm oder an der Hand berührt werden will, aber das ist jetzt in Corona-Zeiten eher nicht so das Thema, weil da mache ich ja auch ganz, oder machen wir Psychotherapeutinnen und Therapeuten ganz viel Videotelefonie, wie auch immer. In jedem Fall, ist es wichtig, empathisch zu sein, einfühlsam und nicht etwa als Psychotherapeut derweil am Computer zu sitzen und den Klienten einfach links liegen zu lassen oder womöglich zu sagen, so, wenn Sie fertig sind, dann rufen Sie mich, dann komme ich zurück oder einfach zu gehen. Ne? Also Empathie ist das Must-Have in jeder Psychotherapie seitens des Therapeuten. Natürlich ist es schön, auch wenn der Klient sich öffnet, spürsinnig öffnet, seine Gefühle öffnen kann und haben kann und sich getraut zu weinen und zu lachen und einfach Gefühle zu zeigen, das möglich ist. Mach dir aber bitte keine Vorwürfe, wenn das bei dir nicht gelingt. Es soll ja kein Leistungsdruck daraus entstehen. Vielleicht ist die Zeit noch nicht reif. Es ist ja oft ein Nachreifen in der Psychotherapie. Soll heißen, du hast Gefühle, die du vorher nie haben konntest, vielleicht sogar zum ersten Mal, weil einfach keiner da war, der dir zugehört hat, weil keiner da war, der deine Tränen überhaupt beachtet hätte oder weil nur jemand da war, der dann noch draufgetreten hatte, wenn du am Boden lagst und eigentlich schon extrem verletzt und verletzbar warst. Und das passiert eben in deiner Psychotherapie jetzt nicht. Ja? Hier kannst du Gefühle zeigen und kannst davon vertrauensvoll ausgehen, dass deine Therapeutin nicht überfordert ist, nicht wegläuft, dir keine Vorwürfe macht, dich nicht verachtet deswegen, sondern im Gegenteil, dich achtsam und wertschätzend auffängt, begleitet, wie auch immer. Natürlich musst du auch die Fähigkeit haben, dich so weit zu öffnen, dass sie für dich da sein kann und dass du nicht sofort eine negative Übertragung hast und ihr sofort unterstellst, dass es ihr ohnehin egal sei und dass du wieder ein Störfaktor und eine Belastung seist. Das ist dann wieder diese Denke von früher und genau deswegen, das ist jetzt die gute Nachricht, das vorhin war die weniger gute, dass das Denke von früher ist, aber genau deswegen bist du ja in Psychotherapie. So, eine andere Eröffnungsszene, stell dir mal vor, die Therapeutin eröffnet eine therapeutische Sitzung, muss nicht das Erstgespräch sein, sondern einfach eine Sitzung. Los geht's. Drehe mich immer zuerst weg, um mich auf die neue Situation einzustimmen, hast du sicher schon in den Simulationen oft und oft beobachtet. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ja, was bringen Sie mir mit heute an Gefühlen, an Themen? Worüber wollen Sie heute sprechen? Also das ist auch eine Möglichkeit, Cut, so die Stunde zu öffnen. Dann gibt es die andere Möglichkeit. Möglichkeit 3. Ja, wie geht's Ihnen heute? Das ist manchmal eine schwierige Frage, ne? Die schwierigste Frage überhaupt, wie es einem selber geht. So, wenn ich Sie bitten würde, das zu skalieren zwischen 0 und 10. 0 ist, mir geht's grottenschlecht, also Ihnen, und 10 wäre, mir geht's super gut. Wo würden Sie jetzt da ungefähr sein? Kat, meine Lieben, das ist also auch eine beliebte Eröffnungsfrage, dass man einfach nach dem Befinden fragt. Das kann man in Gruppen und in Einzelgesprächen sehr gut nutzen. Es ist aber wichtig zu betonen, dass die Frage im Ernst gemeint ist, denn aus dem Alltag ist man das kaum je gewöhnt, dass sich jemand wirklich aktiv interessiert, wie es einem geht, dass jemand wirklich auch längere Zeit zuhört und nicht nur erwartet, ja, passt oder ja, alles okay oder alles gut, ne? Das kennst du sicher aus deinem Alltag, dass da diese Frage eher so eine Standardfloskel ist, wo eigentlich keiner sich die Zeit nehmen will oder wo du davon ausgehst, dass sich keiner die Zeit nehmen will, wirklich hinzuhören, wenn es dir zum Beispiel nicht so gut geht. So, außerdem sind wir darauf trainiert, dass wir niemanden belasten wollen in unserer heutigen Gesellschaft, noch hinzugefügt. So, dann eine dritte Eröffnungsphrase, sag ich mal, ohne dass das jetzt eine Phrase ist, die man so gefühllos runterdreschen soll. Also wenn man diese Frage stellt als Psychotherapeut, dann sollte man schon voll dahinter stehen, authentisch dahinter stehen, nicht wie ein Roboter oder wie eine Sprechpuppe das einfach runterlabern, weil das merkt, das spürt das Gegenüber und empfindet das dann als wenig wertschätzend bzw. geringschätzend. Also immer voll dabei sein, immer konzentriert sein, immer da sein, immer
gleichschwebend aufmerksam, so nennt man ja die Haltung in der Psychotherapie seitens des Therapeuten, gleichschwebend aufmerksam sein. 4. Variante 4, ne? Ja, da sitzen wir wieder, wir beide. Was wollt ihr heute mit diesen 60 Minuten machen? Da bin ich schon gespannt. Gerade meine Lieben, das ist so ein bisschen eine kleine Provokation, ne? Den Klienten aus der Reserve zu locken. Das wäre auch eine mögliche Eröffnungsformel in einer Psychotherapie. Jetzt kommt noch Möglichkeit 5. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, aber ich zeige dir halt einfach die 5 Möglichkeiten, die mir als sehr patent erscheinen, ohne sie patentieren zu lassen, ne? Gucken wir mal. Und du schreib dann gerne in die Kommentare, wie denn dein Therapeut, deine Therapeutin, wenn du denn schon im Psychotherapie bist oder warst, meist die Sitzung eröffnen. Ich weiß, ich habe das schon mal gefragt, aber ich stelle wichtige Fragen immer gern mal wieder von Zeit zu Zeit von Neuem, einfach um zu gucken, ein Update zu holen, gegenseitigen Update zu geben. Und es ist ja auch unterschiedlich, welche Erfahrungen man macht oder wie man es gerade erlebt und bewertet. Und vielleicht hat sich auch was geändert, hat deine Therapeutin zuerst anders eröffnet. Möglichkeit 5. Heiß ist es heute. Darf ich Ihnen ein Glas Wasser bringen? Oder möchten Sie irgendwas anderes? Soll ich einen Ventilator anmachen? Ich glaube, ich mache das Fenster auf. Okay, passt es für Sie? Licht passt so, weil Sie sollen jetzt erstmal ankommen. Das Wichtigste ist, dass Sie sich erstmal hier wohlfühlen, sich einrichten. Ja, und dann schauen wir einfach, was so kommt an Themen. Brauchen wir keinen Plan machen. Passt es jetzt so? Kat, meine Lieben, natürlich habe ich das jetzt ein bisschen übertrieben. Man würde jetzt nicht nach Licht und Luft und allem und Luftdruck womöglich auch noch und Hauttemperatur, passt wohl alles, fragen. Aber man kann fragen, auch zwischendrin mal während einer Sitzung, ob alles passt, ob man das Fenster auf- oder zumachen kann. Also meine Eröffnungsfrage ist meistens, soll ich das Fenster öffnen? Beziehungsweise, wenn es heiß ist, dann sage ich einfach, ist es okay, wenn ich das Fenster öffne? Also so stellt man natürlich auch gleich Beziehung her. Gerade im Erstgespräch ist das ein guter Einstieg, weil da ja meistens eine große Anspannung da ist, ein Erwartungsdruck und auch eine gewisse Angst und ein mulmiges Gefühl, was kommt da auf mich zu in der Psychotherapie? Ich weiß ja gar nicht, was die jetzt mit mir macht und so weiter und so fort. Wenn man auf einer Alltagsebene ist, Fenster auf, Fenster zu, als Beispiel, ne, dann fühlt sich die Person vielleicht erstens wertgeschätzt und zweitens irgendwie in einem sicheren Rahmen, weil ihr nicht gleich eingangs eine Frage gestellt wird, die sie für unbeantwortbar hält. Andere leiden wieder drunter, wenn sie gleich eine Entscheidungsfrage kriegen. Also es kommt auch auf den Spürsinn des Psychotherapeuten an, so zu eröffnen, also die Sitzung zu eröffnen, dass sich die andere Person wohl und wertgeschätzt fühlt. Und darum geht es ja auch und natürlich wahrgenommen. In diesem Sinne bin ich gespannt auf deine Kommentare und sag tschüss und bis gleich.